Willkommen zurück und wir spielen ein wenig Fumper. Fumper habe ich vor vielen Monaten, vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr auf der PSVR das erste Mal gespielt. Da habe ich die Demo gespielt und auch Let's Plays hochgeladen. Mindestens eins. Und habe es mir jetzt endlich auf der Oculus Rift geholt. Fumper ist einfach ein geiles Spiel. Wunderbares Spielprinzip, macht sehr süchtig. Und ist perfekt in der VR. Also es ist richtig geil gemacht. Es sieht sehr simpel aus. Ist es bis zum gewissen Grad. Aber ihr müsst euch stark konzentrieren und das hat auf Dauer hat es auch, finde ich, eine meditative Wirkung oder tranceartigen Zustand, den ihr da bekommt. Das liegt natürlich mitunter nicht nur an diesem ja, surrealen Setting, was wir hier haben. Teils auch düster und der Mucke. Sondern auch natürlich ganz klar auch einfach an diesem Speed, den dieser Skarabäus an den Tag legt. Und ja, wenn ihr euch da komplett fallen lasst und da eintaucht in das Ganze, dann vergesst ihr alles um euch herum. Und das ist wunderbar umgesetzt. Ich kann es jedem nur empfehlen, denn man kann es auch ohne VR spielen. Gibt es in Steam, gibt es im PlayStation Store. Für VR oder auch ohne VR. Und ich muss sagen, also lasst euch nicht abschrecken von diesem, sagen wir mal, simpel wirkenden grafischen Output, den es hier hat. Denn es ist ein wirklich sehr, sehr geiles Spiel. Also es ist eines der wenigen Spiele, von denen ich sagen kann, dass sie zwar einfach gestrickt sind, aber genial gemacht sind. Und ja, das Level 1 habe ich schon gemacht. Ich habe jetzt hier in Fumper auf dem PC jetzt. Habe ich bis Level 3 gespielt, inklusive Level 3. Und ihr bekommt jedes Mal auch für die einzelnen Abschnitte dann entsprechende Ränge. S-Rang ist der beste und in Level 1 habe ich alles auf S-Rang gehabt. Bis auf einen Abschnitt. Durch einen dummen kleinen Fehler. Das will ich jetzt eigentlich ausbessern. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert, während ich nebenbei ab und zu mal texte. Werde zwischendrin aber auch mal ruhig sein, je nachdem, wie stark ich mich gerade konzentrieren muss. Also seht es mir nach. Und ja, also Ziel ist es, zumindest jetzt im Level 1, hier natürlich immer gut in die Kurven zu kurven. Er gibt keinen Gas, also er gibt automatisch den Speed, den er hat. Und ihr müsst im richtigen Moment, müsst ihr, wenn diese leuchtenden Oberflächen auftauchen, dann eben A-Taste drücken. Und bei den dicken ist es so, dass die dann entsprechend einen Impuls rausschießen, der das jeweilige Hindernis oder auch Boss, es gibt auch Bosse in diesem Spiel, dann entsprechend abschießt. Des Weiteren hier haben wir auch die Tatsache, dass ihr jetzt Hindernisse hinzubekommt. Das steigert sich auf Dauer auch immer mehr. Aktuell müsst ihr jetzt dann halt eben A halten dann. Rechtzeitig auch. Dasselbe ist beim Kurven A halten und dann eben in die Kurve gehen. Solange ihr in der Kurve seid, müsst ihr das auch halten. Und ja, da ist auch Timing gefragt. Und das wird natürlich immer komplexer und das macht das aber auch immer geiler. Und es wird auch gut erklärt, also. Es geht einem irgendwann ziemlich intuitiv von der Hand. Und es gibt Momente, wo man dann nur noch am Konzentrieren ist und gleichzeitig komplett eintaucht. Und ich werde es zwischendrin mal Pause machen vom Reden her. Dass man sich das gleichzeitig auch das Gameplay mit dem Sound geben kann, weil der Sound ist auch sehr, sehr wichtig. Der Sound hilft euch, der Takt, die Drums helfen euch. Das richtige Timing zu finden.
Ihr merkt auch eine Farbgebung her, das feiere ich total. Das ist so ein Retro-Style. Jetzt wird er schneller. Es geht noch weiter. Es gibt auch Momente, da merke ich, dass ich die Luft anhalte. Und es ist auch so ein Spiel, wo ich es einmal feiere, dass sie es schaffen, einen zu motivieren über Punktzahlen, über Highscores. In den 80ern war das vollkommen normal. Und in Arcade Stations, Arcade Hallen Zeiten. Da war Highscores das A und O. Und ja, das ist ja der Fall und ich hab's hier verkackt. So. Daher breche ich das hier ab und setze zurück zum aktuellen A. Und der erste hat ein B-Ranking. Oh, das ist ja böse. Das ist schade. Dann brauche ich nicht abbrechen. Dann mache ich einmal weiter. Ich lege es mir irgendwann mal selbst später auf, dann hier überall noch S-Ränge zu holen. Und das war jetzt rein für den. Also fürs Recording habe ich jetzt nochmal mit dem ersten Level angefangen. Werde aber nach diesen Run dann spätestens dann im nächsten Video, nachdem wie lange das jetzt läuft. Dann mit Level 3 oder Level 4 fortsetzen, je nachdem wo ich gerade bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Level 3 tatsächlich schon gemacht habe oder in Level 3 bin. Aber das sehen wir dann, ne? Das ist einfach stylisch. Ich liebe das auch, dieses Gefühl von Geschwindigkeit, das das Spiel einen transportiert. Das ist einfach Deluxe. Und ich glaube auch, dass Leute, die anfällig sind für Motion Sickness, das Spiel auch spielen können. Also ich glaube nicht, dass das einen wirklichen Effekt auf eure Motion Sickness hat, wenn ihr da vielleicht noch etwas empfindlicher seid und vielleicht auch erst neu PSVR oder Oculus Rift oder eine HTC Vive habt. Da dauert es ohnehin immer ein bisschen, bis man sich gewöhnt hat. Ich glaube, der Komfortlevel ist gut, auch wenn das Speed hier natürlich hoch ist. Aber in der Regel ist es eigentlich nicht das Speed, der diese Motion Sickness auslöst, sondern eher Höhen oder Bewegungen, bei denen ihr nicht euch selber eben entsprechend bewegt. Also vor allem dann auch, wenn es dann nach links und nach rechts und in Kurven geht. Aber eher so beim Laufen. Also das hier ist ja so, dadurch, dass so ein Rail-artiges Ding ist und ihr ja auch sitzt, hat das schon ein bisschen Achterbahncharakter. Und das ist halt auch geil. Und diese umgedrehte Pyramide, ich muss da natürlich sofort an No Man's Sky denken. Und auch diese ruhigen Phasen, das Geile ist, er kann das hier. Wirkt unspektakulär, aber ich finde es irgendwie cool. Und das hat später aber eine andere Bewandtnis, also ab Level 2 kommt das glaube ich schon zum Einsatz, oder ab Level 3. Und ja, da ist der erste Boss. Sieht aber übel aus, also falls ihr Kinder habt, lasst nicht eure Kinder spielen, zumindest nicht, wenn sie zu jung sind, um diesen Anblick nicht zu ertragen. Weil das sieht schon etwas abgefahren aus. Vor allem in der VR. Weil das Teil riesig ist. Ah. Die Effekte sind Deluxe. Und ich habe auch alles auf Maximum. Also als Referenzwerte nochmal. Für euch zur Orientierung, wenn ihr es am PC spielen wollt in der VR. Ich habe eine GTX 1070 drin hängen, ein i7 4700K und 16 GB RAM. Und es läuft auf Maximum, wobei ich glaube auch, also ich denke, dass man auch mit einer GTX 79 und AMD-Äquivalenten da genauso im Maximum spielen kann. Und ich starre mal kurz auf die Videozeit. 9 Minuten. Das heißt, ich beende jetzt an der Stelle
Und im nächsten Video geht es dann weiter direkt mit Level 4. Und da war ich noch nicht, also Level 3 habe ich tatsächlich schon gemacht. Rang A overall bei allen dreien, das heißt zwischendrin habe ich mal einen B-Rang. Ah, ich wollte mal das gerade anschauen. Zwischendrin habe ich einen B-Rang. Und dann hat man natürlich keinen Overall S-Rang. Vielleicht eins noch für die Highscore-Hunter. Hier seht ihr die weltweiten Ranglisten pro Level. Und es gibt dann auch noch zusätzliche Level, nämlich Plus-Level. Level 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Kampagne plus. Kampagne? Ah, okay, gut zu wissen. Ich wusste nicht, dass es sowas wie eine Kampagne gibt. Sehr nice. Ja, spielen im Plus-Level könnt ihr eben die Level schon, die ihr schon gemacht habt. Wie das dann aussieht, das sehen wir in anderen Videos. Ich werde Thumper immer wieder mal zwischen reinwerfen, weil Thumper ist, finde ich, einfach ein geiles Spiel. Ich gebe mir oftmals einfach mal eine Session, spielen komplettes Level durch. Und je nachdem, wie erfolgreich das ist, kann das auch mal 10 Minuten nur dauern oder aber 15, 20 Minuten. Und ja, ist aber einfach geil, einfach mal kurz eintauchen, ein bisschen abschalten, sich konzentrieren und da Fokus haben. Und das macht einen Haufen Spaß. Ich hoffe, es hat euch mindestens halbwegs so gut gefallen, wie es mir gefällt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Virtual Reality und Thumper. See you next time.